Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum dritten German Cancer Survivors Day. Jährlich erkranken in Deutschland ca. 500.000 Menschen neu an Krebs. Und ich glaube, jeder von uns kennt jemand mit Krebs. Was wir erleben derzeit, ist ja ein Paradigmenwechsel. Das heißt, was zum ersten Mal passiert, dass Menschen ihre Geschichten auch nach außen erzählen. Dass sie sich bereit erklärt haben, heute anderen, die noch betroffen sein können und werden, auch Mut zu geben und zu sagen, bitte gebt nicht auf. Weil damit das Wort Krebs zu einem großen Teil seine Schrecken verliert. Krebs ist weiterhin tabuisiert, gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, wo nur der was ist, der von morgens bis abends rackert und funktioniert. Und da ist Krankheit einfach etwas, was ein Makel ist, das merken wir auch. Diejenigen, die durch diese Krankheit durch sind, die freuen sich an ihrem Job, dass sie ihn wieder machen können. Die haben eine ganz hohe Energie, das Leben wieder anzunehmen. Und deswegen sind es, glaube ich, ganz prima Mitarbeiter. Was erleben Sie im täglichen Umgang mit diesem Thema? Was braucht es in unserer Gesellschaft, dass wir einen anderen Zugang dazu finden und dass wir es auch Krebspatienten leichter machen, ein Teil von unserer Gesellschaft zu sein und nicht stigmatisiert und ausgegrenzt zu sein? Wir müssen zunächst einmal die Betroffenen und die Angehörigen aus ihrer Isolation rausholen. Die Fragen, die sie haben, stellen zu können, sich dazu Antworten zu suchen, dass wir auch im politischen Umfeld genau diese Diskussion auslösen können. Zunächst mal ist es wichtig, den Krebs nicht zu stigmatisieren, sondern seine Unsicherheit auch zuzugeben. Man muss versuchen, da zu spüren und zu schauen, also richtig hinzugucken, was will der. Aber meiden, denke ich, ist das Schlechteste, was man tun kann. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Tumorpatienten einfach voll mit dazugehören, überall sein dürfen, mit und ohne Perücke, sondern einfach, dass wir ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft sind und dass wir schöner Bestandteil der Gesellschaft sind, egal wie wir gerade aussehen. Krebspatienten, Krebs-Survivors wollen nicht mit Glacé-Handschuhen angefasst werden, sie wollen ganz normal weiterleben. Für mich war die Diagnose natürlich wie alle anderen Boden unter den Füßen weggezogen. Und trotzdem eine gewisse Klarheit da. Ich soll hier was lernen. Ich soll hier was verändern. Dass man ein Leben vor der Erkrankung und nach der Erkrankung hat. Und dann muss man echt lernen, damit umzugehen danach. Das hat mir unwahrscheinlich Kraft gegeben. Das hat mich, diese Klarheit, dieses zu spüren, gestärkt. Und ich sage immer, ich stehe jeden Morgen auf, ich gucke, wie es mir geht und dann mache ich das, was ich kann. Und das ist einfach wichtig. Ich versuche immer klarzumachen, es gibt immer zwei Seiten. Ich kann immer das Positive sehen oder ich kann das Negative sehen oder das halbvolle oder das halbleere Glas. Und ich habe auch immer die Wahl, wie ich es betrachte. Das ist mir einfach ganz wichtig zu sagen. Es bringt doch nichts, hier jetzt Trübsal zu blasen. Ich muss das Beste draus machen und mal hören, was die Ärzte sagen, was man tun kann. Wie gesagt, selber nachgelesen, gegoogelt. Und da liest man aber auch sehr, sehr viel Blödsinn. Man hat mir damals nur eine Überlebenschance von gerade mal 10% gegeben. Diese 10% habe ich die ganzen Monate eigentlich für mich alleine behalten. Ich habe weder das meinem Mann gesagt, noch meiner Mutter. Ich habe mein Leben völlig verändert. Meine Familie ist auseinandergegangen, habe mich also von meiner Frau getrennt. Ich habe den Wohnort gewechselt. Ich habe oft die Sinnfrage gestellt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe ein unwahrscheinlich erfülltes, gefühltes Leben gelebt, aber habe ich das wirklich gelebt oder bin ich an vielem vorbeigerannt? Dann habe ich halt angefangen zu laufen. Natürlich schon in der Reha, da mit kleinen Schritten natürlich. Man muss sich Ziele setzen, klein, aber die erreicht man auch. Nach und nach kommen immer mehr wissenschaftliche Studien heraus, die zu unterschiedlichen Krebsentitäten die Bewegung untersucht haben. Und was man jetzt sagen kann, dass es wirklich eigentlich keinen Zeitraum gibt in der Therapie, während der Therapie oder nach der Therapie, wo Sport verboten ist. Dass man körperlich aktiv sein darf und auch sollte. Durch die ganze Chemo und Therapie hat mich meine Familie ganz, ganz, ganz intensiv begleitet. Aber ich hatte dann doch das Gefühl, hier reicht mir das Gespräch mit meiner Frau nicht. Ich will doch mal sehen, wie andere Männer in der gleichen Situation mit dem Problem Impotenz umgehen. Ich hatte am meisten Schiss davor, was passiert, wenn ich jetzt meine Haare verliere. Hat mein Sohn dann wirklich Angst vor der Mama? Erkennt er sie nicht? Ich bin letztendlich, als ich gemerkt habe, es geht los mit ihm zum Friseur, habe mir die Haare komplett abrasieren lassen und er fand es super spannend.
Ich war ja 21, als ich krank geworden bin, und die Leute waren einfach oftmals überfordert. Ne? Also wenn jemand 50, 60, 70 ist, dann darf er eher Krebs haben als so jemand junger. Ne? Ich habe von Interviewpartnern gehört, dass die gesagt haben, als mir die Haare ausgegangen sind und erkennbar war, dass ich in der Chemotherapie bin, sind Leute am Heimatort auf die andere Straßenseite gegangen, um ja nicht mit mir reden zu müssen. Also die Erfahrung habe ich gemacht, dass man während man in Therapie ist, es viele gibt, die nicht wissen, wie sie mit einem umgehen sollen. Ich finde, dass das Thema Krebs immer noch sehr tabu ist, dass viele darüber nicht so sprechen können, wollen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man Hilfe anbieten kann und dass vielleicht, dass man dadurch, dass man an die Öffentlichkeit geht, den Menschen Mut machen kann. Dann stand ich alleine da, habe eine Gruppe gegründet, denn unter den 70 bis 100.000 Selbsthilfegruppen in Deutschland gab es keine zu männlichen Sexualstörungen. Und da kann Selbsthilfe so viel erreichen, vor allen Dingen heute mit den modernen Medien. HPV steht für humanes Papillomvirus. Man muss wissen, dass der Gebärmutterhalskrebs letztlich eine Viruserkrankung ist. Wir haben, seit Professor Zuhausen den Impfstoff entwickelt hat, tatsächlich einen ersten Impfstoff gegen eine Krebserkrankung. Aber es ist traurig zu sehen, wie gering die Durchimpfungsrate hier in Deutschland ist. Die Mutter oder der Vater tragen die Verantwortung. Wollen sich die Eltern irgendwann sagen lassen, wenn die Tochter daran erkrankt, ja, ach, wir haben früher gedacht, das ist ja nicht so wichtig, dich trifft es bestimmt nicht. Sie sind aber nicht aufgeklärt darüber, dass gerade diese HPV-Impfung eine extrem gut verträgliche Impfung ist und dass sie letztlich fast nebenwirkungsfrei ist. Es geht darum, die Mütter zu erreichen, die jungen Mädchen zu erreichen und für dieses Thema zu werben. Deswegen sind wir auch dankbar, dass Sie heute das Modell hier haben und das Gebärmutterhalskarzinom zum Thema gemacht haben. Zum einen wünsche ich mir, dass es eine bundesweite Schulimpfung gibt, dass die Regierung sich dafür einsetzt, dieses Thema sehr publik zu machen, dass wir genügend Unterstützer bekommen und dass es diesen Krebs in Zukunft nicht mehr geben muss.